So, Leute, willkommen zurück und wir klären die letzte Frage dieser Aufnahme, denn das ist auch das letzte Spiel dieser Aufnahme, habe ich jetzt beschlossen. Die Frage ist einzig und allein, wird Northampton es schaffen? Wow, das war ja scheiße. Also wird Northampton es schaffen, das 15. Spiel in Folge nicht zu verlieren? Unentschieden ist heute keine Option gegen Peterborough im FA Cup. Peterborough ist, glaube ich, die spielen ein bisschen höherklassiger. Auf jeden Fall ist mir der Name nicht aus der 4. Liga bekannt. Wir erwarten einfach mal ab. Die Kamera heute ein bisschen weiter oben. Scheinbar das Spielfeld ein bisschen kleiner, alles überschaubarer. Oder vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Ja, die Northamptoner, wie gesagt, Riesenserie. 14 Mal nicht verloren hintereinander. Und natürlich im FA Cup sollte man nicht darauf hoffen, dass es weitergeführt wird. Also man... Gerade so geklärt. Ich wollte es gerade aber noch sagen. Man darf zwar hoffen, aber realistisch ist vor allem gegen eine Mannschaft mit einem etwas größeren Namen dann doch was bisschen anderes. Na aber gut, Carter. Carter wird, beziehungsweise Tosa drängt seinen Gegner nur temporär ab, kriegt den Ball nicht, kriegt den Ball nicht. Oh, wow, wow. Glück, dass daraus nicht mehr wurde. Duke. Pass auf außen, Widdowson. Konzentration natürlich hochgehalten, ja, ganz klar. Was soll man in einem Pokal auch erwarten? Man wird da, glaube ich, nicht so rangehen. Ja, wir gewinnen auch sowieso nicht im FA Cup. Das kannst du mir nicht erzählen. Und schon gar nicht, wenn man so, in Anführungsstrichen, so weit ist. Also in Runde 1, okay, vielleicht, aber so, ne. Immer alles geben. Die Devise des Spiels und Loni ist durch. Loni ist durch und Loni kann nicht verwerten. Wird gut abgeschirmt oder beziehungsweise abgedrängt von seinem Gegenspieler. Und so kann der Torwart den Ball behalten. So. Ah, schön gedacht, wurde aber nichts. Langmead. Also, das Spiel ausgeglichen, aber das war auch zu erwarten bei zwei Mannschaften, die beide durchaus nicht schlecht sind, gar keine Frage. So, Carter wird auch gut abgestimmt von seinem Gegner wieder. Die Abwehrarbeit bisher nicht, kann man nicht drüber meckern bei Peterborough bisher. Ich schaue in der Halbzeit dann gleich mal nach, in welche Liga die spielen. Ich habe meinen Laptop hier nebenan, gucke ich mal. So, Carter geschickt. Carter wird geschickt und kommt nicht durch. Und dann merkt man auch ganz klar die lauftechnischen, konditionellen Unterschiede und Defizite, die man bei Northampton einfach, man hat als Viertligist. Klar, man ist nicht umsonst in der 4. Liga. Und auch wenn man eine Hochform hat, heißen muss es im Endeffekt ja gar nichts. Weil psychisch, also nee, psychisch, physisch vielleicht nicht, aber physisch bist du dann doch gerne mal unterlegen in solchen großen Spielen. Ah, nicht gut. Loni rennt hinterher, will den Ball kriegen, schafft es aber nicht. Jetzt aufpassen, nicht irgendwie die Deckung aufgeben. Jawohl, Duke ohne Probleme holt das Ding runter. Hackett schickt Amankwa, wunderschön gesehen. Amankwa, oh, schöner Einsatz. Und genau das ist die Mentalität, das senden Signale an die Mannschaft. Leute, kämpfen, es ist was drin heute. Wir haben ja absolut keine schlechten Karten zu gewinnen. Und genau so ein Signal muss man, vor allem in so einer frühen Spielphase, bei so viel Respekt vor dem Gegner, den es hier scheinbar noch gibt, einfach auch mal bringen. Einwurf. Na gut. Oh, Loni, da wäre fast in den Ball gekommen. Gefährlicher Querpass. Und Einwurf wieder für Peterborough. Ah, naja, komm. Peterborough wirkt leicht unsicher jetzt nach einer starken Anfangsphase. Und da ist der Fehler. Widdowson. Widdowson schickt Loni. Wunderbar durch. Loni ganz alleine. Loni ganz alleine. Es steht nicht 1-0. Im Nachschuss. Ja. Ja. Widdowson 1-0. Wunderschöner Rückwärtssalto und wunderschön rausgespielt. Loni muss ihn eigentlich selber machen. Hat zwei Versuche, macht es nicht. Aber bitte, Widdowson staubt ab. Und den lässt er sich natürlich nicht nehmen. Boah, Erleichterung bei Northampton. Die Mannschaft in Blau hat das erste kassiert. So, Loni wollte jetzt auf seinen Mitspieler durchstecken. Der ist überhaupt nicht mitgelaufen. Und dann kann es natürlich auch nur schwer was werden. Das Ballglück ist auf ihrer Seite. Seit 14 und inzwischen auch seit 15 Spielen läuft es einfach wirklich rund bei ihnen. Genießt es, solange es noch geht. Es kann schneller vorbei sein, als man denkt. Vor allem, wenn es im FA Cup dann weitergehen sollte und ein großer Name kommt, ist das schneller vorbei, als man denkt. Gar keine Frage. Also, wenn es gegen Arsenal geht, man hat ja in der Johnstone Paint Trophy gesehen, wie schnell es gehen kann.
wie schnell es gehen kann, dass mal so jemand wie Liverpool zugelost bekommt. Und obwohl man da, betone ich nochmal, obwohl man da super gespielt hat, super gekämpft hat, am Ende ist Liverpool einfach die bessere Mannschaft. Physisch überlegen. Und es zahlt sich dann am Ende eben doch aus. Also die Chance ist wirklich nicht so hoch, gegen so jemanden dann zu gewinnen, egal in welcher Form du bist. So, Carter spielt zurück. Duke haut weg und klärt erstmal. 40 Minuten rum. Loni. Ah, kommt nicht an den Ball, aber vielleicht im Nachsetzen. Vielleicht ein Fehler vom Torwart. Fehler vom Torwart. Loni ist da. Es steht 2-0. Fehler krass ausgenutzt. Ich glaube es nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das in der Aufnahme nochmal schaffe. Dass sowas nochmal passiert. Brutaler Fehler. Und wer wäre Loni, wenn er da nicht eiskalt zuschnappen würde? Es scheint, als hätte Northampton das Pokalspiel zumindest zu 90% schon gewonnen. Aber wir erinnern uns an den Anfang der Aufnahme. Zumindest ich erinnere da jetzt mal dran. Dagenham Redbridge 2-0 und in Minute 75 und 79 2-1 und 2-2. Hier ist nichts entschieden, aber es ist eine gute Tendenz. Morris wird jetzt ein bisschen unfair gehalten, aber es ist, denke ich, noch im Rahmen des Erlaubten gewesen, deswegen alles in Ordnung. Carter. Morris, schade. Ja, da wollte er jetzt schön reinziehen, aber da hat der Verteidiger natürlich mit gerechnet. Am Ende mache ich hier einen so auf, wow, riesen Klassenunterschied. Am Ende ist Peterborough auch in der dritten oder vielleicht sogar nur in der vierten Liga. Was zwar ungewöhnlich wäre, weil dann würde ich die wahrscheinlich kennen, aber könnte ja sein. Halbzeit. Und damit schaue ich mal kurz nach. Moment. Okay, sie spielen tatsächlich League One, also ein Drittligist, mit dem es Northampton hier bisweilen sehr erfolgreich zu tun hat. Noch ist nicht alle Tage Abend und Wechsel bei Northampton. Nichols geht platt, kommt rein. So ein Spiel gegen einen Drittligisten oder generell Pokalspiel natürlich immer ziemlich ermüdend, weil man immer mehr fightet als in der Liga, immer mehr geht zumindest für gewöhnlich. Vor allem bei diesem Erfolg. Und klar, dann ist ein Wechsel viel schneller mal getätigt. Platt auf einmal. Morris kommt nicht dran. Und auf einmal könnte es zum Konter kommen. 3 gegen 2. 4 gegen 2 jetzt. Jetzt 2 gegen 3. Gefährlich. Es brennt. Barnett. Aber schön geholt. Duke hat die Kirsche. Schön mitgespielt vom Keeper. Muss man jetzt auch mal sagen. Amankwa. Uiuiui. Irgendwie noch zum Einwurf mit sehr viel Glück. Das hätte sehr, sehr böse enden können. Aber da ist das Quäntchen Glück eben wieder, von dem wir schon gesprochen hatten. Und ab nach vorne. Zumindest der Versuch. Tosa desorientiert. Amank war irgendwie weg. Ganz, ganz wichtig. Es scheint, als ob jetzt eine kleine fehlerbehaftete Phase von Northampton stattfindet. Dies natürlich zu unterbinden gilt, gar keine Frage. Tosa. Loni, pass durch. Schieb doch einfach vorbei, Junge. Da will er es zu schön machen. Aber klar, mit der Torwart so weit draußen steht und man 2-0 führt. Kann ich schon verstehen, wenn man sich denkt, ja komm, das gönne ich mir jetzt mal. Hoffentlich wird ihm das nicht noch zum Verhängnis. Ein 2-2 wäre ja auch nur bedingt schlimm, wegen meinen Dingen im Redbridge vielleicht so. 2-2 wäre zwar schlimm, aber auch nur bedingt. Aus dem einfachen Grund, es gibt ja Verlängerung. Also wenn ich im FA Cup richtig informiert bin, gibt es Verlängerung. Also es ist kein so großes Problem. Trotzdem natürlich zu vermeiden, aber man fällt nicht direkt auf Beton, sondern hat noch eine harte Turnmatte dazwischen oder so. Pass auf Loni, wunderbar gesehen. Loni, platt nach vorne. Platt kann sich durchsetzen. Platt durch, Loni da. Und ich habe wieder L1 gedrückt. Ficken. So, Morris geht in Montagnier. Kommt wieder mal ein Standardwechsel bei Northampton. Und Platt immer noch aktiv. Immer noch bissig aggressiv in den Zweikämpfen vorne. Genau so wollen wir ihn sehen. Nicht nur im Pokal, auch gerne mal in der Liga. Aber im Pokal natürlich besonders. So, Loni hat's da. Ist er ein bisschen zu weit vor. Na komm. Wer will die Peterborough vom Ball erlösen?
Platt wollte das auf jeden Fall nicht weiterführen. Barnett. Barnett lässt sich nicht aufhalten. Straxelt da irgendwie so ein bisschen zu viel rum in meinen Augen. Aber, abseits. Ich wollte schon sagen, der war doch nie im Leben regelkonform da gestanden. 1 Meter locker. Vielleicht 1,50. Nächster und glaube letzter Wechsel. Emerton gegen Hackett. Also ich glaube letzter Wechsel bei Northampton in diesem Spiel. Es war, soweit ich geschaut habe, der dritte. Und wieder nach vorne. Platt. Platt schön durch. Immer aggressiv, immer da. Und das zahlt sich jetzt aus. Platt. Flagge kommt. Loni ist da. Aber der Keeper ist drin. Von wegen der Keeper. Loni schickt Northampton in die nächste Runde im FA Cup. Das glaubt ihm ja sowieso keiner. Wir schauen, ist es ein Torwartpatzer gewesen? Platt, Flanke rein. Da muss der Keeper zu lang. Ganz klar, das war sein Fehler. Und Loni sagt Dankeschön und schickt Petersborough nach Hause, obwohl sie schon zu Hause sind. Also er nimmt diesen Pokalsieg auf jeden Fall mit, sagen wir mal so. Und ich war optimistisch vor der Partie, das schon, aber damit hätte ich nicht wirklich gerechnet, okay. Wir haben es nur in Anführungsstrichen mit dem Drittligist zu tun, aber trotzdem. Also 3-0, wow. Vielleicht ist es die Pokalmentalität, aber ich glaube, man hat sich hier für die nächste Liga, falls es mit dem Aufstieg klappen sollte, sehr, sehr gut präsentiert. Auch wenn es noch nicht vorbei ist. Eckball nochmal. McCann schießt vorbei. Wechsel. Tomlin geht. Und noch 15 Minuten zu spielen. Ich hoffe nicht, dass Northampton 3 Tore aus der Hand geben wird. 3 bitte nicht. Da ist Max Payne mit der Nummer 8. Bei Petersborough. Und da geht er auch. John Max Payne vom Feld. Immer noch 13 Minuten. Und weg. Jawohl, der war sogar realistisch, weil es war kein Vollrückzieher, sondern irgendwie so ein komischer Seitfalls hier. Der ging, glaube ich, in Ordnung. So, der Montagnac. Schickt Loni. Ah, schade. Hat sich erstmal gut gegen seinen Gegenspieler durchgesetzt. Das war das Erste, was mich verwundert hat, dass er da wirklich durchkommt mit. Und zweitens dann irgendwie auch noch gut den Ball bekommen. Platt. Jawohl, Platt. Das 4-0 winkt, das wäre die komplette Blamage. Die noch nicht perfekt ist, aber es könnte noch was werden. Die komplette Blamage für die Heimmannschaft. Gegen den Viertligist 0-4 im Pokal rausfliegen. Okay, 0-3 ist auch nicht schön, aber 0-4, das wäre wow. Das wäre nochmal so ein richtig Doppelter in die Fresse. So ungefähr. 1-3 wäre dann schon wieder, naja, passiert. Dazu will es, sagen wir so, dazu will es Northampton natürlich nicht kommen lassen. Platt. Auch wenn es ihnen egal sein kann. Aber egal, platt. Egal, platt. Egal, ich bin platt. Nein. Genau, hier, jetzt. Bei aller Liebe, Jungs, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das war nochmal ein Riesendusel. Und ich glaube mich zu erinnern, dass wir den schon mal in der Partie hatten. Und es locker am Anfang hätte 1-0 stehen können. Wie es dann ausgeht, das kann auch keiner sagen. So, Wecker. Und letzte Minute läuft. Northampton ist durch. Gar keine Frage. Die Heimmannschaft buht. Ja, warum denn auch nicht? Die Heimfans buhen. Warum denn auch nicht? Ich würde auch nicht jubeln, wenn meine Heimmannschaft die so abkackt. Loni. Schöner Pass. Diegen durch. Schöner Pass. Diegen durch. 4-0. Yes. Sie sehen hier gerade ein Synonym für voll auf die Fresse. Denn genau das ist es, was Northampton hier heute abgeliefert hat. Petersborough hat vielleicht die Gegner unterschätzt, war vielleicht nicht in guter Form. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war einfach so nicht machbar. Diegen nochmal durch. Genau, jetzt im Angriff Pfeife ab, aber Northampton ist es scheißegal, dass der Schiri wieder mal richtig einen draufgesetzt hat. Loni Doppeltorschütze, 0-4. Willkommen in der nächsten Runde des FA Cups. 9,7, absolut gerechtfertigt. Und ich glaube, damit hat er sogar sein 9,0-Ziel geschafft. In der hier Durchschnittsbewertung für den Monat. Das hätte ich gerne nochmal gesehen. Oder? Gibt's es schon? Nee? Nein, okay. Da kommen die Ziele. 8,90, ja, wow. 8,80, noch schlimmer. Warte mal, hier steht 8,90, hier steht 8,80. Wen wollt ihr eigentlich verarschen damit? Aber gut. Ja, mein Name ist Loni. Ich speichere mal kurz und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn Northampton ran darf. Loni Felster 2. Wenn Northampton ran darf,
gegen Bristol Rover in der Saison. Ach nee, warte, Moment, kurz. Immer noch kein Achtelfinale, ja, leck mich am Arsch. Steht hier, welche Runde das war? Kann man das hier einsehen? Nee, war nur FA Cup. Ich bin gerade hin und her gerissen, ob ich die drei Spiele noch machen soll oder nicht. Ich habe eigentlich gesagt, ja, Ende, Aufnahme zu Ende, bla 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 bla. Aber ich hätte eigentlich richtig Bock. Ja, genau, und dann kommt internes Testspiel und es interessiert sowieso keinen am Ende. Ach komm, ich zieh's durch. Mein Name ist Loni, wir sehen uns morgen oder das nächste Mal oder gleich oder wir sehen uns wieder auf jeden Fall. Hoffentlich, weißt du auch nicht. Bis zum nächsten Mal und ciao.